you glad to meet me? I think you should. I mean, I really think you should. Oh, God, tell you me. Oh, God, tell you. Oh, God, tell you me. Moin Leute und herzlich willkommen zu der neuen Spiegelt Tutorial Plugin Programmierreihe. Genau, und heute geht es ein bisschen darum, wie setzt ihr einen Home-Server auf, also einen Server auf eurem Desktop oder halt auf eurem PC, um die Plugins zu testen, beziehungsweise was braucht ihr alles generell für Plugin-Programmierung. Und ja, ich habe hier schon mal ein paar Links rausgesucht, die werden auch alle in der Videobeschreibung sein und genau. Als erstes braucht ihr eine IDE, in meinem Fall ist das IntelliJ. Was ist eine IDE? Das ist der Editor. Also hier habe ich auch schon mal was geöffnet, aber das ist jetzt auch erstmal egal. Das ist ein Editor, in dem man seinen Code reinschreibt sozusagen und wo man das Ganze später exportiert, so grob gesagt. Und eine IDE hat den Vorteil im Gegensatz, man kann es auch im normalen Windows Editor machen oder in Notepad++ oder wo auch immer. Allerdings haben die jetzt zum Beispiel keinen eingebauten Compiler, beziehungsweise hier hast du eine Autovervollständigung und sowas alles drin. Das ist schon viel einfacher mit einer IDE zu arbeiten. Genau, ihr könnt auch jede andere IDE nehmen, zum Beispiel NetBeans oder Eclipse. Ich werde aber doch mit IntelliJ arbeiten. Geht einfach auf diesen Link, downloadet euch die Community-Version. Dann brauchen wir als nächstes das Java SE Development Kit, auch JDK genannt. Ich werde noch die Version 8 benutzen, ihr könnt auch die Version 9 runterladen, allerdings denke ich, dass da noch ein paar mehr Bugs enthalten sein werden, denke ich mal, weil das gibt es jetzt schon ein bisschen länger. Und genau, dann geht ihr einfach auf Acceptance License Agreement, dann wählt euer Betriebssystem aus und ladet das Ganze runter und installiert das. Ja, das JDK ist dazu da, dass ihr mit Java programmieren könnt, grob gesagt. Da sind die ganzen Klassen drin, die ihr zum Programmieren benötigt. Ja, als nächstes geht es weiter bei getbucket.org und wir brauchen nämlich eine spigot-jar-Datei. Das ist sozusagen die API, also eine Bibliothek, beziehungsweise das Programm, womit wir den Server ausführen werden. Und das lädt sozusagen unsere programmierten Plugins und verarbeitet die. So, und damit können wir halt auch programmieren. Genau. Und da wählt ihr hier eure Version aus, ladet die runter. Ich nehme in dem Fall die 1.8.8. Ich downloade die hier jetzt nochmal. Geht hier auf Download. Im Normalfall sollte man eigentlich Spigot Build Tools benutzen, beziehungsweise wir werden es nochmal anders machen. Ich benutze die jetzt nur, um den Server aufzusetzen. So, ja, ich habe jetzt noch ein, zwei Ordner erstellt, um das Ganze ein bisschen besser zu organisieren. Und zwar einmal hier auf meinem Desktop mal schon YouTube programmieren. Ihr könnt ja auch einfach programmieren nennen oder wie auch immer. Vielleicht habt ihr da auch schon eine Ordnerstruktur. Und dann habe ich hier einen Ordner gemacht für den Testserver. Hier kommt einfach der Testserver rein. So, und genau, um den starten zu können, könnt ihr entweder hier cmd aufrufen und dann den jeweiligen Java-Startbefehl ausrufen. Es ist aber jedoch schöner, ein Start-Skript zu haben. Das ist eine .batch-Datei im Fall von Windows. Wenn ihr macOS oder Linux benutzt, dann müsst ihr .sh benutzen und dann müsst ihr das Ganze einfach einmal raussuchen im Internet. Das ist aber nicht viel anders. Und wir machen einfach neu und dann Textdokument. Und dann nehme ich jetzt einfach mal Start. Es ist ein Textdokument, aber dann öffnen wir das. So, dann jetzt haben wir das geöffnet und da schreiben wir Folgendes rein. Einmal add echo off. Dann Java minus jar. Hier können wir jetzt noch reinschreiben, wie viel Arbeitsspeicher wir dem Ganzen zuweisen mit xmx. Also der maximale Arbeitsspeicher, sagen wir jetzt mal 512 M, so, und dann minus XMS, da müsst ihr auch auf, glaube ich, auf Groß- und Kleinschreibung achten, weiß ich aber nicht, 512 M, also M steht für Megabyte. Und um das Ganze auszuführen, müsst ihr danach noch reinschreiben, wie eure Spigot hier heißt, also den Dateinamen. In unserem Fall ist es spigot-1.8.8.jar. Das seht ihr jetzt hier nicht, aber executable jar-File, können wir mal hier nachgucken, ist, das ist jetzt der Ordner, das wollte ich nicht. So, genau, hier eine .jar-Datei. So, danach schreiben wir hier noch pause rein. So sieht das ungefähr das Ganze aus, da gibt es noch etliche Varianten mit Restart-Script und so. Und das wollen wir jetzt speichern unter.
So, ihr könnt auch den normalen Windows-Editor benutzen, aber ich habe jetzt hier Notepad++ und das benutze ich ganz gerne. Dann macht ihr hier All Types und dann speichert ihr das als Start.bat ab. Genau. Habt ihr das Ganze, könnt ihr das auch schon löschen und habt ihr hier eine Windows-Batch-Datei. Und die könnt ihr einfach ausführen mit Doppelklick. Die sieht wahrscheinlich bei euch ein bisschen anders aus. Ich habe hier nämlich ein Windows-Theme installiert, aber das ist jetzt auch egal. Macht ihr einfach Doppelklick, dann öffnet eure Konsole sich. Und dann sehen wir schon, okay, hat er gefunden. Jetzt braucht er hier ein bisschen und der lädt das Ganze. So. Jedoch wird er uns gleich sagen, Stopping Server, you need to agree the Euler. Ich kann das... Ich bin Englisch nicht der Beste im Aussprechen. In order to run the server, go to euler.txt for more info. Drückst du eine beliebige Taste und dann die Euler öffnen. So, das ist einfach sind einfach die Lizenzbedingungen von Minecraft. In dem Sinne, dass du sozusagen, hier, könnt ihr euch hier nachlesen. Ihr müsst hier aber auf jeden Fall statt false true eingeben. Das erkennt ja, ihr akzeptiert die. Und dann führt das Ganze einfach nochmal aus. Dann ist ja das Ganze fertig und ihr seht schon hier, sollte alles so ungefähr aussehen. Das heißt, das funktioniert, hat er die ganzen Dateien regeneriert. Die ganzen Configs, also da könnt ihr alles mögliche einstellen. Permissions, Server.properties. Das ist jetzt eigentlich in dem Fall relativ egal. Und hier ist unser Plugins-Ordner, wo dann später die ganzen Plugins reinkommen. So. Und das war es auch im Grunde genommen für die erste Folge. Denkt nochmal dran, einfach IntelliJ auch installieren und das JDK auch direkt installieren. Die Spiegel-Datei müsst ihr einfach jedoch, wie gesagt, hier, die benötigen wir nur für den Server. Und dann war es das mit dieser ersten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ich mal irgendwas in dieser Reihe falsch erzählen sollte, schreibt es einfach in die Kommentare, verbessert mich. Ich weiß auch nicht immer unbedingt alles, beziehungsweise beim Aufnehmen erzähle ich auch manchmal einfach, ja, Müll. Also verbessert mich da ruhig und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.